Das hier willst du hören, Tor. Jarvis, spiel die Nachricht ab. Natürlich, Miss Romanoff. Mayday! Die Erweckten haben unseren Quinjet mit einer unbekannten Energiewaffe beschossen. Wir stürzen ab und brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe. Woher kommt diese Nachricht? Aus einem abgelegenen Wald im Osten Norwegens, Sir. Ich habe S.H.I.E.L.D. gefragt, ob sie was über unseren ungeliebtesten Asgard-Kult ausgraben können. Und den Scharlatan, der sich für mich ausgibt. Diese Agents haben Probleme, weil sie einer Spur gefolgt sind. Unserer Spur. Wir werden sie retten. Bei Odin. Das schwöre ich. Alles, was einen Quinjet vom Himmel holt, ist eine Massenvernichtungswaffe. Damit sind die Erweckten eine ernste Bedrohung. Vielleicht ist ihre Waffe mit der Waffe verbunden, die sie bei unserer letzten Begegnung bauen wollten. Darf ich, Sir? Der erste Konflikt mit den Erweckten hat sie verstört. Verlier bloß nicht den Kopf. Glaubst du wirklich, ich scheue meine Pflicht? Nein. Aber diese Sache geht dir zu nah. Und ein kluger Feind wird versuchen, das auszunutzen. Ja. Sir, ich habe Kontakt mit dem gestrandeten S.H.I.E.L.D.-Team hergestellt. Avengers, das Glück verlässt uns. Jede Menge Bewegung im Wald. Die Erweckten sind hier. Wir müssen zu ihnen, bevor es zu spät ist. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Geht mir nicht gut. Da sind sie. Sie leben. An die Arbeit. Denn nie!
endet hier. Gegner! Ich bin endlich im Flugschreiber. Der Quinjet wurde wohl von einem großen multispektralen Energiestoß von einem Ort in der Nähe getroffen. Ich glaube, ich weiß, was die Erweckten wollen. Sollte ich recht haben, ist die Welt in furchtbarer Gefahr. Es ist gar keine Waffe, oder? Sind unsere Shield-Freunde einer Art Test zu nahe gekommen? Ich glaube, die Erweckten wollen einen Weg nach Asgard öffnen. Aber Maschinen von Sterblichen können solche Kräfte nicht kontrollieren. Wir müssen ihr Gerät zerstören. Einer unserer Shield-Verbündeten in der Nähe könnte Hilfe gebrauchen. Truhe mit Spezialressourcen in der Nähe. Jetzt sicher. Du warst auf der falschen Seite. Es geht los. Gesichtet. Beeilen. Feind gesichtet. Da stimmt etwas nicht. Erweckte im Anmarsch. Verdammt, ein Hinterhalt! Zielerfassung erfolgt! Öffne das Tor! Du fällst durch den Sohn auf! Schwächer. Tor ist am Boden.
Ihr wart lange genug geduldig. Ihr müsst nur die Brücke öffnen, um euren Platz bei den Göttern einzufordern. Und wieder erscheint der Betrüger. Ihr Narren, hört nicht auf seine Lügen. Du hattest recht mit der Brücke. Verdammt! Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ich nehme an, dass Meister Odinson den Bifrost meint. Ohne die Macht von wird ihr Gerät die Grundstruktur der Realität zerreißen. Wir müssen handeln. Sofort. Das Schicksal des Universums hängt in der Schwebe. Kennt ihr schon den Halbmaster? Die Brücke ist fast offen. Wir müssen diese Maschine zerstören. Mehr Männer, ihr nicht? Vernichtet ihn!
Er darf die Brücke nicht unterbrechen! Sie werden wütend. Das ist gut. Ja. Ja. Oh, oh, es geht mir nicht gut. Auf die Beine! Sei bedankt. Es reicht! Es ist vollbracht, Sir. Ihre Brücke existiert nicht mehr. Betrüger! Zeige dich! Du behauptest, dass du für mich sprichst? Wo bist du jetzt? Du konntest wahrlich so lange wirken. Doch wisse eins. Ich bin Thor, Gott des Donners. Und deine Niedertracht wird Midgard nicht länger verdunkeln! Bruder. Wir werden triumphieren. Bleiben eine Bedrohung. Nur weil sie gescheitert sind, heißt das nicht, dass sie es nicht erneut versuchen. Es ist meine Schuld. Ich hatte meinen Hammer abgelegt. In meiner Abwesenheit hat das Böse Fuß gefasst. Aber wir haben das Universum gerettet. Freut mich, dass du zurück bist. Mich auch, tapfere Natascha. Mich auch.